Hallo, ja, heute habe ich mal was für meine Schallplattenfreunde. Heute mal Thema, ja, was lag damals bei bei meinen Eltern so auf dem Plattenteller. Aber jetzt auch noch mal so eine kurze Geschichte. In den 90er Jahren, als die CD ja noch so ihren Höhestand hatte, da habe ich ja dummerweise meine ganzen oder die ganzen Platten von meinen Eltern verkauft oder auch sogar teilweise verschenkt und gewichtelt da. Aber die Platten habe ich mir ja teilweise jetzt alle wieder zurückgekauft, die meine Eltern damals gehört haben. Ja, dann fangen wir hier mal an. Hier haben wir die Bee Gees, die 20 größten Hits. Genau diese Platte hatten meine Eltern mal gehabt. Hier mal die Titelliste. Ja, jetzt haben wir hier die Roxy-Musik. Ach ja, genau, das war auch so. Kann ich noch was erzählen? So, wie mein Papa damals bei mein Onkel war. Da lief die Roxy-Musik und da sagte mein Papa: Oh ja, die Platte muss ich auch mal haben. Ja, und dann hatte der Papa diese Roxy-Musik gehabt. Ja, das ist ein. Eigentlich auch ein Best-of-Album von 73 bis 1980. Gucken wir uns mal die Rückseite an. Da sind auch schöne Lieder drauf. Und quasi das Oh yeah, das erinnert mich tatsächlich an meinen ersten Kassettenrekorder. Da hatte mein Papa früher auch mal auf Kassette gehabt, dieses Lied Oh yeah, und auf meinen ersten Kassettenrekorder gedudelt. Hier haben wir Abba Arrivial. Das lag auch bei meinen Eltern auf dem Plattenteller. Ja, und dann mit Ronno Veneziano. Die Platte hatte mein Opa auch früher gehabt. Und weil meine Eltern die so gut fanden, die Ronno Veneziano, haben meine Eltern die auch gehabt. Das ist quasi das Debütalbum von Ronno Veneziano. Ja, und das Cover, das fand ich auch schon ganz schön interessant. Ja, auch so auch das Lied ist da drauf, Adorno Veneziano hieß. Ist ja eigentlich eine schöne Klassik-Pop-Platte. So, hier haben wir die Ricky King. Die hatten meine Eltern auch gehabt. Das ist auch so die Place Golden Guitars. Ja, hier haben wir Barbara Streisand, Gulti. Diese Platten hatten auch meine Eltern gehabt. Das ist sogar ein Gattefold. Ein Album zum Aufklappen. Ja, und jetzt kommen wir hier zu den Boney M. Dirt, war eigentlich meine Lieblingsplatte. Damals habe ich immer noch gesagt, da ist das Lied drauf, Rivers of Babylon. Und damals habe ich noch gesagt, da war ich ja noch 4 Jahre, da habe ich mal gesagt, Bibel bom Babylon, habe ich früher so gesagt. Aber die Platte, die hat mir gefallen. Und auf jeden Fall auf der ersten Seite, damit mit Nachtflug zu Venus, da diese Roboter, das stimmt, ich fand die richtig geil, die Platte. Dann können wir hier auch nochmal aufklappen. Ja, jetzt kommen wir zu der härtesten Platte, Rolling Stones, Mille Stones, das war auch so ein Best-of-Album mit dem alten Get No. Da habe ich so damals gedacht, was ist das denn für eine krasse Musik, das ist ja richtig harte Musik. Da ist auf jeden Fall hier drauf, I Can Get No Satisfaction und so. Und die Platte habe ich auch erst, habe ich gar nicht so gemacht. Aber ja, und die Platte, Amerikas größte Hits, die Platte erzählt auch Geschichte. Das haben meine Eltern immer mit der Urlaubsreise verbunden. Nämlich diese Schallplatte hatten eigentlich meine Eltern auf Kassette gehabt, auf Kassette aufgenommen. Ich glaube nur von meinem Onkel. Und die Platte hatte meine Tante früher gehabt.
Und da haben wir damals, wie wir 79 nach Allgäu gefahren sind, wir hatten ja eigentlich einen Käfer gehabt, einen VW Käfer, aber wie wir in den Urlaub gefahren sind, dann haben wir uns von meinem Onkel ein größeres Auto geliehen. Und da war auch ein Autoradio mit Kassette und dann haben wir die Platte immer hoch und runter genudelt. Auf jeden Fall, die Platte verbindet meine Eltern hier mit der Urlaubsreise in Allgäu. So, jetzt haben wir hier die Smokey größte Hits mit Living Next to Alice und die fand ich auch einigermaßen. Jetzt haben wir hier die Cat Stevens größte Hits. Die fanden meine Eltern auch richtig, oder mein Papa fand die auch richtig geil. Und heute wissen ja vielleicht einige Cat Stevens Fans, heute heißt er ja auch Yusuf. Ja, das war dann mit den ausgewählten Platten, die damals, ja, das sind quasi Plattenalben, ja, die ich seit meiner Kindheit kenne. Und da bin ich natürlich dann im Laufe der Jahre, wie ich mein Schallplatten-Comeback hatte, habe ich mir die jetzt am Flohmarkt bei eBay, die Avarivial, die ist ja quasi, das ist ja noch diese aus diesen mit den bunten Vinyl, die, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.